So, ich bin so gespannt, was du sagst. Hi, ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute ein Video der etwas anderen Art. Ihr seht, keine Zutaten. Ich weiß auch noch nicht, was in diesen Tüten drin ist. Ich muss aber jetzt gleich was draus kochen. Also unsere Challenge, bzw. meine Challenge ist heute, ein Gericht zu zaubern aus unbekannten Zutaten. Ja. Ich habe meinen Freund und meinen lieben Bruder losgeschickt und mir Zutaten kaufen lassen, ja, aus denen ich jetzt was zaubern soll. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst, weil ich kenne die beiden. Ja, also ich bin einfach gespannt, sagen wir mal so. Und was ich daraus machen kann. Am Ende soll es schmecken, das ist ganz wichtig. Ja, ich würde sagen, wir blenden euch jetzt erst einmal den Einkauf ein von den beiden. Das Video habe ich ja auch noch nicht gesehen. Das werde ich dann erst, wenn dieses ganze Video fertig ist, zum ersten Mal sehen. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden das gemacht haben, ehrlich gesagt. Gut, das kommt jetzt. So, jetzt sind wir im Penny. Dann gucken wir mal, was wir kaufen können. Also das auf jeden Fall schon mal nicht. Das wäre auch gut für ein Gericht, muss ich sagen. Wir können einfach mal so eine Orange mitnehmen, würde ich sagen. Noch mal hier. Oh, die ist nicht so geil. Ja, die, oder? Die ist saftig. Wir könnten einfach so ein paar kleine Paprikas mitnehmen. Ja, hier ist mal eins, oder? Ja, nehmen wir die. Aber ich will rot. Ich will rot. Die ist auch gut, ja. Oh, ja, dann nehmen wir die nochmal mit. Okay. Da freut sie sich drüber. Nee, ja. Die sollen auch benutzt werden, oder war es jetzt nur so? Nee, die sollen auch benutzt werden. Ich glaube, ich werde einfach so ein Beefy, sowas hier nehmen, mitnehmen. Ja. Oh, das sind zwei. Ja, dann fallen wir eigentlich wieder zurück. Ja, ist gut. Sowas mit Frucht wäre am besten eigentlich, weißt du, so diese saftigen. Wollen wir die mitnehmen? Ja, lass machen. Nehmen wir die nochmal mit. Ja, das ist gut. Ah, okay. Wir haben uns überlegt, wir nehmen noch was Käsemäßiges. Käse ist immer gut. Nehmen wir den hier. Ja. Zwar nicht vegan, aber egal, haben wir halt eine Sache, die vegan. Das finde ich gut hier. Für den Nachtisch. Reis nehmen wir auch noch mit dazu als Basis einfach. Da können wir nochmal was mitmachen. Jetzt sind wir gerade so beim Nachtisch am überlegen. Und man könnte vielleicht irgendwie mit der Philadelphia-Creme und den Happy Hippos irgendwie was Keksartiges oder so machen. Und damit man quasi eine Basis hat, nehmen wir noch Haferflocken, ne? Da habe ich auch tatsächlich schon dran gedacht. Weil damit kannst du doch bestimmt irgendwas Geiles mit dem Philadelphia machen, ja, oder nicht? Ja, lass den mit so einem Sirup. Nimm diesen Sirup mit. Ja, den nehmen wir mit. Fazit, wir haben nur Sachen für den Nachtisch, nichts für die Hauptspeise. Ist so. Ja. Ja, und Crunchy? Crunchy Erdnüsse sind auch immer gut. Immer gut. Ja, wir brauchen noch eine Basis. Wir brauchen irgendwie was, wo wir das rein integrieren können. Butterbrötchen sind halt auch hart verwirrend dann, ne? Ja. Butterbrötchen mitnehmen. Eine Packung reicht, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist gut so. Ja? Ja, ich glaube. Wir geben dir noch Hefe, oder? Wie viel Backen auch? Dann, wenn da Backen draufsteht, ist auch Backen drin. Also dann Hefe muss sie das benutzen, nachher kreuzt sie das. Stimmt. Sie muss ja die Sachen auch benutzen, ne? Ja. Wir gehen bezahlen und dann sehen wir uns beim Zubereiten wieder. Genau. Tschüss. Oh nein. Oh. Jappi! Also das musst du aufnehmen. Es ist übrigens das dazu, dass wir immer einkaufen, wenn es regnet. Das geht schon. Tür sagt nein. Ah. Jetzt erst bitte Auto aufschließen und dann sprinten. Wir müssen dahin. Okay. Abfahrt. Ah, Scheiße. Oh Gott. Aufnahme weg. Alter, ist das nass! Oh. Komplett nass, ey. Stressig. Ihr wisst jetzt schon wesentlich mehr als ich. Wir packen einfach mal aus. Also das ist gekühlt, das ist nicht gekühlt. Das weiß ich schon. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Gekühlten an. Okay. Vegane Streukäse. Boah! Die hat dein Bruder gekauft. Ja, das war klar. Das war so klar. Fertigfuchs wie die Würstchen. Mein Bruder und ich haben die als Kinder früher immer gegessen. Ich hab gesagt, du hast mich.
Alter! Ja, das weiß ich, dass Lukas es war. Nein. Das ist das Witzigste, das war dein Bruder. Ach komm, verarsch mich nicht! Siehst du dann ja. Ich hasse das. Aber okay, das ist ja schon mal toll. Das ist jetzt süß. Und das ist Herr der Bruderfreund. Wir haben hier Hotdog-Brötchen. Erdnüsse. Okay. Euerpunkt von Penny. Oha, Happy Hippo! Ah, noch ein Haselnuss, wie geil das ist. Die sind übrigens die besten Happy Hippo. Schreibt in die Kommentare, Happy Hippo, Haselnuss oder Kakao. Das sind die besseren. Aber was sagt ihr? Soll ich Happy Hippo haben? Ah, da wollten die Jungs aber sparen, das sehe ich aber ganz genau. Jetzt Frost, hier billiger. Was ist das überhaupt? Hackfleisch und Gemüse, so ein Fertigreis. Mein Bruder und Lukas essen das immer. Alter, Jungs, ey, das war so klar. Ich lutsche. Was? Lachgummis? Hilfe? Was soll ich denn damit machen? Haferflocken. Ihr bringt mich um, Jungs. Goldsaft. Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst. Was soll ich denn mit Sirup? Okay, ja, alles klar. Und dann haben wir noch eine Paprika und eine Orange. Dankeschön, meine Lieben. Dankeschön. Okay. Alles klar. Wir sortieren jetzt erst. Wir werden hier mit einem Porridge machen. Porridge kann man nämlich auch mit Wasser machen, weil ich habe keine Milch. Das heißt, wir machen hier mit einem Porridge, mit Orange und dem Sirup. Ja, und das gibt's dazu. So. Achso, ja, ich muss das natürlich nicht alles aufbrauchen. Also ich muss jetzt nicht die ganze Packung Zuckerrübensirup da reinklatschen. Aber okay. Also was ich noch benutzen darf, Salz, Pfeffer, Öl, das ist okay. Aber ja, ich habe jetzt halt keine Milch. Deswegen muss ich auf jeden Fall das Porridge mit Wasser machen. Das ist klar. Was mache ich denn jetzt mit der Hefe? Das weiß ich auch nicht so genau. Gut, wir haben hier, die packe ich auf jeden Fall. Die Erdnüsse kann ich auch, die sind so gesalzen, die kann ich auch noch dazu. Ja, hier mache ich auf jeden Fall einen Hotdog mit, oh, ich kann verschiedene Hotdogs machen, das ist die Idee. Also das werde ich kurz erwärmen mit der Paprika zusammen. Jo, das ist so typisch, das ist klar, ne? Männer gehen einkaufen. Was soll ich mit Hefe machen? Ich kann keine Hefe, ich brauche keine Hefe. Okay, aber das ist immerhin eine, die nicht angerührt werden muss. Okay, ganz ehrlich, die packe ich da rein. So. Wir machen jetzt erstmal die Würstchen auf. Das heißt, ich mache die jetzt. Dann mache ich zwei Würstchen auf so ein Hotdogbrötchen. So. Die gehören dazu. Dann haben wir ein Hotdog mit so einer Salami. Den Käse können wir da gut drauf verstreuen. Und dann haben wir noch ein Hotdog mit dem Chili con Carne. So, wir fangen mit dem Reis, also den bereiten wir jetzt schon mal vor, den muss man kneten, steht hier. Etwas kneten. Und wir machen den im Topf, nicht in der Mikrowelle, weil ich will ja noch unsere Paprika da reinmachen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Topf. Boah, riechen tut aber gut, ehrlich gesagt. Muss ja erst probieren. Bisschen trocken, ne? Mein Wasserkocher steht da im Hintergrund, den müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen, aber ich mache das mal eben warmes Wasser. Die waschen wir mal eben ab hier. Sogar noch Bio haben die Jungs gekauft. Meine Güte. Da ist ja Farbe da. Wir schneiden die Paprika jetzt in ganz dünne Streifen. Und dann legen wir die noch quasi als Gemüse auf unser Hotdog. Weil wir haben ja irgendwie nichts Gemüsemäßiges. Das Hotdog werden wir dann noch kurz in der Pfanne anwärmen. Joa. Ja, und unsere Hefe... Ich muss ja alles verwenden. Die werde ich dann einfach so ein bisschen darüber schauen. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich will es auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Da haben die natürlich nicht drüber nachgedacht. So. Unsere Hot Dogs werden wir kurz in der Pfanne erwärmen. Genau. Dann legen wir da jeweils die Würstchen, die Salami drauf und den Reis. Und dann schon noch ein bisschen Käse drauf. Ja, und dann würde ich sagen, können wir uns auch schon mit dem Nachtisch dann gleich kümmern. Da brauchen wir auch einen Topf auf jeden Fall. Wasser kriegen wir hin. So. Probieren wird das tatsächlich leider Gottes nur Lukas. Mein Bruder möchte sich nicht vor der Kamera zeigen, was auch in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Aber dann habt ihr keine Stimme aus dem Off, sondern ja, das wäre irgendwie auch komisch. Deswegen wird Lukas das Ganze probieren und ich werde das natürlich auch probieren. Und dann wird Lukas das bewerten. Und mein Bruder wird es dann natürlich am Ende sehen. Man kann er auch nochmal bewerten. So, wir packen uns den Käse jetzt erstmal in eine Schüssel, dann können wir den da leichter rausholen.
Und dann bereiten wir hier auch schon mal. Boah, ey. Lukas weiß ganz genau, wie doll ich den hasse. Na, mal gucken. Widerlich. Okay, es geht. Es ist nicht ganz so schlimm wie früher. Ich habe den ja seit Jahren nicht mehr gegessen. Ja, Gott sei Dank haben die zarte Haferflocken gekauft. Sonst hätte ich damit auch schlechten Porridge machen können. Rezepttipp. Blumenkohlcurry. Ja, das wird man jetzt heute, Leute. Das war doch Nico, oder? Ja. Danke, Bruderherz. Okay, unser Wasser ist fertig. Wir brauchen noch einen zweiten. Wir brauchen noch einen zweiten Topf. Aber wir machen den jetzt mal eben erstmal kurz fertig hier. So, dann erwärmen wir das Ganze kurz. So, unser Reis wird hier warm. Stellen wir mal zurück. Der soll ja nur kurz erwärmt werden, steht da. Nehmen wir auch noch eben hier einen Topf. So, unser Porridge. Machen wir hier mal eine Portion Porridge. 40 Gramm Haferflocken. Klingt gut. Dann haben wir ein bisschen Wasser. Das ist ja schon im Wasserkocher. Perfekt. Die Erdnüsse streuen wir jetzt schon ein bisschen damit rein. Unsere Orange werde ich erstmal servieren. Genau wie die hier. Boah, aber ich weiß, weil hier sind ja auch Orangen drin. Dann hole ich mir da... Nein! Die haben rote Früchte gekauft! Da ist keine Orange drin! Ach, scheiße, Mann. Das ist doch kacke. Jungs, ich hasse euch. Packen wir den Topf. Wasser rein. Dann können wir hier schon mal unsere Hotdogs warm machen. Die Pfanne habe ich schon für ein anderes Rezept benutzt, was wir vorher gefilmt haben. Also nicht wundern, dass sie so aussieht, wie sie aussieht. Kriege ich die drei Brötchen denn da nebeneinander rein? Jo. Die passen da auch gut nebeneinander rein. Unser Porridge machen wir jetzt mal in Philadelphia rein. Guck mal, haben wir ein Schoko-Erdnuss-Porridge hier. Genau, dann packen wir jetzt den Sirup auch hier rein. Oh, fängt jetzt auch schon an. Jo, das ist ein süßes Porridge auf jeden Fall. Gut, dann lassen wir das jetzt noch auf niedriger Hitze ein bisschen ziehen. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen von unserer Hefe da reinstreuen, damit ich sie wenigstens benutzt habe. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich will es auch gar nicht wissen, glaube ich. So, umrühren. Dann brutzen wir die nochmal von der anderen Seite. Schneiden wir nochmal unsere Orange an. Oh! Voller Elan hier. So, unser Porridge ist fertig. Machen wir den Herd aus. Dann nehmen wir Nummer 1. Unser Würstchen. So. Ein bisschen trocken, ne? Ich überlege gerade. Ich glaube, die mache ich noch einmal kurz warm hier. So, unsere Paprika packen wir überall drauf. Einen ohne Würstchen, nur mit dem Reis. So, hier machen wir ein bisschen Reis drauf, damit es nicht ganz so trocken ist. Und dann Ketchup haben wir auch noch. Einmal ein Würstchen. Und nochmal Würstchen. So, genau, das haben wir. Dann müssen wir jetzt noch unser Porridge machen. Hier unsere Orange drauf, unsere Blätter und unser Hippo. So, das ist mein finales Endergebnis. Dann würde ich sagen, kommt Lukas jetzt mal auch in die Kamera. Ich wusste, dass ich das alles essen muss. Ja, ne? Hier, einmal jetzt haben wir das Hotdog mit dem Ferdi-Fuchs-Würstchen. Das ist ein bisschen trocken, weil eine Soße fehlt, aber ansonsten kann man das machen. Kann man auf jeden Fall essen. Die Paprika haben wir noch nie auf dem Hotdog gegessen. Das passt einfach gar nicht zusammen. Hast du jemals Fertigreis in Chili con Carne-Style auf einem Hotdog gegessen? Ist doch okay. Ist okay? Ja. Na, hab ich ja Glück gehabt. Kann man essen. Kann man essen. Das ist jetzt nur Reis und Paprika und Käse? Nein. Das schmeckt besser. Das Würstchen ist geiler. Du hast aber keine Ahnung. Das Würstchen ist so lecker. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Nö. Voll okay. Dann jetzt hier mit der Salami. Mmh. Ganz so klar. Ja. Würde ich jetzt nicht immer essen wollen, aber. Okay, dann probier jetzt aber das Porridge mal eben. Oh ja. Wie geil dieses Happy Hippo schmilzt hier.
Boah. Okay, das ist richtig lecker. Und? Mhm. Gut? Ja. Nehmen wir mal so ein Blatt. Das passt bestimmt nicht dazu. Porridge an sich schmeckt sehr lecker. Mhm. Aber es ist sehr lecker. Sehr schokoladig. Ja, warum wohl? Ne? Ja, wer hätte gedacht, wodurch das so kommt. Mhm. Ja. Die Orange ist tatsächlich ein guter Gegensatz, weil das so ein bisschen säuerlich ist zu diesen ganzen Süßen. Mhm. Und passt gut. Das ist lecker. Na, jetzt will ich aber auch ein bisschen Happy Hippo hier haben. Boah, das sieht so geil aus. Mmh. Mhm. Oh, also mit dem Happy Hippo ist genial, oder? Mhm. Mhm. Also das kann man essen. Absolut. Ja. Bist du zufrieden mit mir? Ja. Bist du zufrieden? Dafür hat das Beste, rausgeholt von dem, was man machen konnte. Bin stolz auf dich. Ja? Mhm. Dankeschön. So, ich hoffe, mein Bruder ist auch stolz auf mich. Das kann ich jetzt ja noch nie wissen. Aber ich würde sagen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr daraus gemacht hättet. Ob ihr irgendwas anders gemacht hättet von den ganzen Sachen. Ja, wie ihr mit der ganzen Sache umgegangen wärt. Hat euch dieses Video der etwas anderen Art gefallen? Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und dann würde ich sagen, können wir sowas auch nochmal öfter machen, um die Challenge vielleicht auch noch ein bisschen zu verändern. Ja, und ansonsten folgt mir auf Instagram. Dort heiße ich real_nati_. Und da seht ihr dann noch ein bisschen mehr von meinem Alltag. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!